Hi, hi. Wir sind wieder da. Ja. Ja. Und ich habe eine neue Shisha. Und die raucht sehr gut. Finde ich toll. Oh. Hey, you. Sequenz. Stopp. Stopp. You can't go outside. It's too dangerous. I doubt that very much. Ich bin ins Licht. So. So, ach ja, genau, bevor ich anfange, kurz was erzählt. Ich wollte ja. Ach, das erzähle ich mir in die Spiel. Ein Deus Ex 3 Let's Play demnächst anfangen, sobald es rauskommt. War das gerade. Ah, nee, das warst du. Nein, das war ich. Ich hab gerade ein Bäuerchen gemacht. Und. Jetzt, das Spiel kommt am Freitag, den 26. August raus. Heute haben wir den 22. Montag. Das heißt, am Freitag kommt's raus. Hörst du das? Oh mein Gott. Und... Ich warte, bis das Viech kommt. Und, genau. Kommt am Freitag raus und jetzt habe ich heute eine Mail von meinem Spiellieferanten erhalten, dass sich der Termin geändert hat. Das heißt, ich kann das Let's Play nicht am Freitag beginnen, wie geplant. Der Termin wurde geändert. Um 2 Tage vorverlegt. Das heißt, ich darf schon am Mittwoch mit dem Let's Play anfangen. Freude! Kommt da jetzt was? Also, ich höre nichts. Aber die Tür da schaut gut aus. Ich will mich noch nicht vorwagen, ehrlich gesagt. Spielraum hier, ne, zum Fliehen. Ja, ich müsste dann wirklich wegrennen. Ah, ich weiß, wenn ich vorlaufe, dann kommst. Das ist immer so. Hatten wir es schon oft. Das ist immer so bei mir. Immer wenn ich lange warte und dann irgendwie vorgehe, dann kommen die Gegner. Okay. Ja, toll, klasse. Super. Okay. Das Stahldings geht nicht auf, ne? Nee, das ist auch sonst, wo ich aufätzen muss. Soweit ich das noch weiß. Excellent Condition. Dann nicht. So. Ah, die Sonne blendet wieder. Nix. Ich glaube, hier war was, oder? Was steht da? Da läuft was, ja. Aber das ist nur da vorbeigelaufen. Sehe ich das, wenn es hier kommt? Mal ein bisschen weiter. Beleuchtet es noch den Weg, damit das Monster weiß, wo es hinkommt. Ich will nicht sehen, wenn es so kommt. Gibst du mir mal schnell den Schlauch, Domi? Ja. Ich danke natürlich. Dir. Jetzt müsste es von links kommen. Das wird ja. Boah, schmeckt das gut. Schmeckt sehr gut, ja. Ihr müsst wissen, meine Shisha war, glaube ich, schon 5 Jahre oder so alt. Mal Zeit für eine neue. Ich muss aber sagen, die taugt schon gut. Was ist denn das für ein Let's Play? Das ist ein Standbild. Wow. Aus gutem Grund war es ein Standbild. Kommt es jetzt her? Ja. Ja, das habe ich sogar gesehen, Daniel. Und hier geht's nicht weiter. Wie geht's denn an der Sanity? Ich glaube nicht gut, oder? Head is pounding, hands are shaking. Die Musik ist wohl normal. Das ist alles eine Finte. Wahrscheinlich. Ich will mein Öl nicht ständig verbrauchen. Schau her, ich hab jetzt bloß noch. Das ist mein letzter Pouch. Ich mag's jetzt einfach mal.
Halleluja. So. Sehr schön. Oh, mein Herz rast schon wieder. Ich weiß noch, warum ich diese Stelle damals gehasst habe. Aber ich glaube, die kommen jetzt nicht mehr. Verschreis nicht. Ja, stimmt, ich hab's letztes Mal schon verschrien. Tenderbox. Tender? Muss ich da Tender wieder? Ja. Ach ja, übrigens, ich habe doch neulich in einem Video gesagt, dass mir aufgefallen ist, dass wir eigentlich viele, viele Sachen übersehen haben, ne? Ist das zum Anzip? Nein, verdammt. 4th of August, 1839. Moment, sag ich gleich. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me. And he answered that things can be done, but at a price. So, genau. Und ich habe gesagt, wir haben viele Dinge übersehen. Und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, haben wir wieder was übersehen. Und es lag genau am Boden, anscheinend. Also, das hat mir mein Bruder erzählt. Und ich glaube ihm da mal so ein bisschen. Licht. So. Ey. Ah. Ja. Ja. Ich will aber Öl. Hast du nicht keinen so, mehr. Richtig. Ist schon jetzt drin. Ha. Ja. Glaub mal, wett mal, da kommt ein Viech. Ich wette mit dir. Schon wieder. Ja. Wette gewonnen, was? Versteck dich in der Kiste. Das trifft mich da nicht mal. Aber ich glaube nicht, dass es reinkommt. Ich sag diesmal nix. Ich sag diesmal nix. Und die Frau hat gerade meine Shisha, meine neue, approved. Einen Schlauch gezogen. Hart und lang. Das Viech ist wahrscheinlich. Solange die Musik noch läuft, die falsche Musik natürlich. Okay. Gut, weiter geht's. Ich liebe Musik, ist ein super alter Anhaltspunkt. Das macht das Spiel viel weniger gruselig. Wenn du was siehst, schrei aber, gell? Das mache ich sowieso. Jetzt rennen wir schriftlich voll in eins rein. Ja, das wollte ich gerade sagen. Im Rennen, jawohl. Öl habe ich noch? Das geht, das zieht, das reicht. Apropos ziehen. Ja, hier, bitteschön. Bedien dich. Was hat das? Der macht das ja einhändig. Der macht die Tinderbox auf. Gut, das haben wir ja schon mal gehabt. Ja, da ist wieder Babe. Mann, was ist denn heute los? Das ist ja eine Versteckparade hier. Cool, wenn es schon in der Küche wäre und genau in dieser Ecke. Oh, es ist aber diesmal im Raum. Mein Charakter zittert. Ja, ich höre es auch. Ich höre es auch, ja. Oha, gut. Es geht immer besser. Ihm gefällt sowas. Kleiner